Wenn man durch die Innenstadt geht, ist das hier ein bekanntes Bild. Gesenkter Kopf und Blick auf das Smartphone. Das Gladbacher Start-up-Unternehmen Lokalbummel hat sich diese Handysucht zunutze gemacht. Wenn das Smartphone sowieso immer dabei ist, warum soll man es dann nicht auch sinnvoll beim Shoppingtag nutzen? Und so funktioniert's. Die Geschäfte werden mit sogenannten Beacons ausgestattet. Einem Signalgeber, der dann Nachrichten auf das Smartphone schickt. Also es ist dieses Sender-Empfänger-Prinzip. Also in das Geschäft oder in den Bus kommt ein kleiner Sender rein, den sieht man sonst nicht. Und dann ist die eigentliche Intelligenz auf dem Smartphone. Also unsere App erkennt das Signal und sagt dann, okay, der Nutzer steht jetzt an der Bushaltestelle A oder im Geschäft Y und bekommt dann die passende Kampagne angezeigt. Das können sein Bilder, Texte, mobiloptimierte Websites, Videos und so weiter. Mit dabei ist auch der Juwelier Hartung. Seit etwa 3 Monaten ist im Laden ein Beacon installiert, der Signale nach draußen schickt. Momentan bekommt man über die App den Hinweis, dass es 10% Rabatt auf Trauringe gibt. Und daher, dass ja jeder mit seinem Smartphone eigentlich mittlerweile durch die Stadt läuft und er kriegt ja im Prinzip direkt eine Nachricht, wird vielleicht auch unser Geschäft oder die Firma einfach präsenter direkt. Und genau so sieht das auch Hans-Peter Horst. Über zu wenig Kunden in seinem Teeladen kann er sich nicht beklagen. Aber er will auch mal was Neues ausprobieren. Deswegen versteckt sich auch hier ein Signalgeber. Man muss also jede Möglichkeit nehmen, die da ist. Und das Smartphone ist natürlich eine sehr verbreitete Form, die jeder hat und für jeden zugänglich ist. Und Sie können damit jeden direkt ansprechen. Das Smartphone führen Sie ja mit, das haben Sie ja schon. Bei Facebook muss ich extra reingucken. Über die App Lokalbummel lassen sich aber nicht nur besondere Aktionen und Rabatthinweise auf das Handy schicken. Gerade für Museen kann die App sehr hilfreich sein. In der Filmfigurenausstellung hängen gleich mehrere Beacons. Man kann den Bereich einstellen, wann derjenige, der mit der Lokalbummel-App quasi zu uns ins Museum kommt, eine entsprechende Nachricht bekommt, ein Video bekommt, einen Link bekommt, ein Angebot bekommt. Und so hat der Besucher ein interaktives Erlebnis. Nach und nach sollen immer mehr Geschäfte in Gladbach die Signalgeber im Laden installieren. Noch steht das Start-up-Unternehmen am Anfang. Aber genau solche kreativen Ideen braucht der Standort Mönchengladbach. Am kommenden Donnerstag gibt es im Haus Zor zu dem Thema eine Speed-Presentation. Mit dabei ist dann auch das Start-up Lokalbummel. Es scheint so zu sein, dass sich gerade so etwas entwickelt im Bereich digital und online. Deshalb haben wir jetzt die nächste Veranstaltung provokant Silicon MG genannt. Sicherlich ein hehrer Anspruch, aber bei der Präsentation am kommenden Donnerstag werden wir ja einige solcher Neugründungen sehen, die ganz spannend sind und die, wenn man jetzt mal Lokalbummel nimmt, eine schöne Verbindung herstellen zwischen Online und stationärem Handel und den Möglichkeiten des Digitalen, was es da gibt.